Hallihallo, Leute, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency für Mods mit der Wigbug-Modifikation in der Version 7. Und ja, bevor ich hier jetzt anfange, alles einzutragen, ja, gestern im Video der Verkehrsunfall, wer es gesehen hat, weiß Bescheid. Ich hätte nicht das LF mitnehmen sollen, sondern Rüstwagen und HLF, blablabla, ist ja auch egal, ne? Auf jeden Fall weißt du, BATZ in den Kommentaren erstmal schön auf den Sack gekriegt. Bah, Leute. Sonst lobe ich euch immer. Also das geht jetzt natürlich, ja. Wir spielen um 7.30 Uhr, gleich mal morgens. Wir nehmen einfach mal sonnig. Profi, manuell und wir nehmen den. Auf jeden Fall. Mensch, Leute. LF hat kein... Also, das Erste, ne? In den Kommentaren stand denn sowas wie, LF heißt Löschfahrzeug. Ist nicht ganz korrekt, ne? LF heißt Löschgruppenfahrzeug und es gibt LFs, auf denen Rüstsätze drauf sind. Wer das Video ein bisschen weiter geguckt hat, ne, hat dann auch mitgekriegt, dass ich erzählt habe, dass meine Nachbar, also die zwei Dörfer weiter, haben LF, ein LF 8 und die haben Rüstsatz drauf. Wir haben hier sogar in der Region einen MLF mit Rüstsatz, ne, wollte ich bloß mal so gesagt haben. Ja, naja, vielleicht war die Auswahl, die ich getroffen habe, nicht ganz korrekt, ist ja auch egal, ist Geschichte, ihr, ja, Leute, naja, starten wir mal los, bevor ich mich hier noch weiter aufrege. So schlimm war es gar nicht, ich glaube, das waren drei Kommentare, glaube ich, bloß von, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, wartet mal, ich guck mal kurz nach, von 37 Kommentaren waren es drei, glaube ich. Sorry, es kann... nochmal neu. Kann es sein, sorry, hast du keine Ahnung von AAO? Man nimmt ein RW zum Fick, VU, kein LF ohne Rüstsatz. Bah. Ja, danke schön, Mario, an dieser Stelle, ne? Das Problem, was du hattest, ist, dass du LF 10 direkt vor dem VU gefahren hast. Das finde ich gut, das ist angebrachte Kritik hier. Ich hätte das HLF nehmen können, natürlich habe ich nicht dran gedacht. So, hier den von Christian Fischer, den Kommentar fand ich echt gut. Also bei den ganzen Kommentaren wird mir echt schlecht. Zum Thema feuerwehrtechnische Beladung, blablabla, könnt ihr euch unter dem letzten Video da ja mal durchlesen. Dann zählt er auf, was da, welches Fahrzeug was hat und so. Ja, schön, schön, schön. Finde ich gut, finde ich nett. So. Ja, und dann hätte ich den B-Dienst in den... ich kenne mich halt mit der Ausrückeordnung da jetzt nicht so aus. Ich habe das LF mitgenommen, weil ich das LF schön finde. Ich mag das LF. Na gut, starten wir mal erstmal, damit wir gleich den ersten Einsatz kriegen. Ich glaube, das waren... Vielleicht waren es auch vier. Auch ein LF. Nee, auf ein LF nicht, weil es ein Löschfahrzeug, kein Rüstsatz. Ach so. Ja, schön, schön, schön. So, und außerdem, ich bin auch bloß ein Mensch, ich kann nicht alles richtig machen auf Anhieb, ne? Naja. Aber trotzdem, es waren bloß die geringere Zahl an Kommentaren. Ja, wie gesagt, drei oder vier, vielleicht waren es auch fünf, keine Ahnung. Hier finde ich auch in Ordnung. Ich will dir ja nicht zu nahe kommen, aber ein LF ist ein LF und kein HLF. Auf einem LF befindet sich kein Rüstsatz. Ist nicht ganz korrekt, Bianca, aber in dem Fall hattest du recht. Ja, ist in Ordnung. Hier, das fand ich auch schön. An diejenigen, die sagen, LF bedeutet Löschfahrzeug, denen kann ich nur sagen, dass sie falsch liegen. LF bedeutet nämlich Löschgruppenfahrzeug. Bei in demselben Kommentar, bei uns ist auch ein Rüstsatz auf dem LF. Nur bestimmte LFs haben keinen Rüstsatz, zum Beispiel das LF 8 ist auch nicht ganz richtig, weil unsere Nachbar, wir hatten LF 8 und da ist auch ein Rüstsatz drauf. An sich war das früher so, das war zwar auch schon alles halbwegs genormt, aber da gab es halt auch, wenn eine Wehr sagt, wir wollen einen Rüstsatz, aber kein HLF, dann packen sie sich halt einen Rüstsatz aufs LF drauf. Weil, haben wir.
Guten Tag, ich heiße Hans-Joachim Zoller und bin hier in Wegberg, Industriestraße. Hier brennen mehrere Büsche am Straßenrand. Ich bin mit dem Auto vorbeigekommen. Ich konnte vor lauter Qualm schon nichts mehr sehen. Telefonieren während der Fahrt. Ich sollte besser rechts ranfahren. Aber beeilen Sie sich. Ja, bitte. Gebüsch, sagen wir einfach mal so. Zugalarm, hauptamtlich Verwaltungsstaffel. Ja, das passt. Alarmieren. So. Zieh dich mal um. Wird ausgeführt. Hauptamtlicher. B-Dienst, den setze ich da rein. Die anderen beiden, ja, Rüstwagen und Drehleiter werde ich dabei wahrscheinlich nicht brauchen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wird das. Einsatzlöschzug 1, Feuer 1, Wegberg, Industriestraße, Höhe, J&S, Containerdienst, Brennbuschwerk. Sehr schön. Wir nehmen das LF mit, das HLF würde ich sagen. LF und HLF, Drehleiter lassen wir drin. Können wir mitnehmen. Ja. Die kommt dann hinterher, wenn genug Personal da ist, ne? Erstmal besetzen wir die beiden Autos. Und dann gucken wir weiter. Nicht, dass ich hier jetzt wieder auf den Sack kriege, wegen meiner AO, wie ich das ausgewählt habe. Ach Mann, Leute. So, reinsetzen. Ja, bin unterwegs. Reinsetzen. Fahrzeug 4, hört. Start ist 3. Die TEL ist ja auch mit alarmiert. Und ab dafür. Tatü, tata, du machst das LF fertig. Hier ist der Wegberg IAW 1, wir sind auf 1 zu 0, zu 0. Zu 0. 1 zu 0. Verstanden. Ach ja. Ich wurde auch drum gebeten, dass ich den GWL mal mit rausnehme. Fahrzeug 3. Lohnt sich bei diesem Einsatz nicht, weil. Soll Fahrzeug ich mit dem GWL rein? So, ihr zwei. LF. Auf dem Weg. So. Kommen wir doch ein paar Leute zusammen hier, ne? Bin unterwegs. So. Ich bin ja schon mal froh, dass man das hier nicht noch sortieren muss nach. Der hat Gruppenführerausbildung, der ist PA-Träger und so. Wie es in der alten Hammerstadt-Version war, also in der, sag ich mal, wie nenne ich das am besten? Original-Hammerstadt. Da war es ja so, dass man das noch alles nach. Dingses und Bumses sortieren musste hier. PA-Träger, normaler Feuerwehrmann und so. Was heißt normaler Feuerwehrmann? Jeder Feuerwehrmann ist ein normaler Feuerwehrmann. Der eine ist halt bloß besser ausgebildet und der andere halt nicht ganz so gut. Nur jeder Feuerwehrmann ist wertvoll. Ne? Jeder, der anderen Menschen helfen will, ist ein wertvoller Mensch. Wollte ich bloß mal so gesagt haben. So, du noch und dann ist das LF voll. Dann habe ich hier noch zwei. Ja, TEL könnten wir eigentlich den ELW 1-2 auch noch mit rausnehmen. Aber. Ja, was sollen wir mit zwei ELWs da, ne? Also, bei großen Einsätzen ist klar, dass der cooler ist. Aber hier jetzt fürs Spiel gesehen, lohnt sich das ja nicht. 1, 2, 3, 4 Leute kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. Also nehmen wir das HLF auf jeden Fall mit. Du fährst den Rüstwagen mal raus und du fährst das HLF raus. Oder setze ich schon mal ins HLF rein. So. Da haben wir nämlich auch mittlerweile herausgefunden, dass wir mit Status 1 die Autos nach vorne fahren können. So, der Wegberg 11 LF 10 von Leichelle Klasse 1 bekommen. Fahrzeug 5 hört auf 1 zu 8. Sehr schön, 1 zu 8. Hört. Finde ich gut. So, steigt mal aus. Fahrzeug 6 hört. Finde ich auch gut, dass er immer ein bisschen braucht, bis er aussteigt. Weil ist ja auch so, der muss ja als Motor ausmachen und so. Oder beziehungsweise hat er jetzt den Motor ausgemacht? Überfahren, Leak, FTW1, Augenstadtgebiet, alles wurde überfallen. Ja, ich würde sagen, er hat den Motor ausgemacht. So, vier Mann. Gucken wir mal noch einmal durch die Gegend. Kommt noch irgendwo wer? Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Also warten wir noch kurz. Bis die Nachzügler eingetroffen sind. Da kommt noch einer. Sehr schön. Kommt noch einer. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Da kommt noch einer. Sehr schön. Also wir warten. Wir warten. Wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und nein, ich lasse nicht die Zeit vorlaufen. Weil, keine Ahnung. Betrug und so. Betrug!
Fahrzeug 5 hört. Kommt noch einer. Oh, kriegen wir das HLF noch voll oder was? Wir sind da jetzt Fahrzeug drin. 4, 5, 6, 7, 8. 8 habe ich hier jetzt. Wenn ich richtig gezählt habe. 8, 1, 2. Ah, du kannst schon mal einsteigen. 4, 5, 6, 7, 8. Cool. Ah, 9. Sehr schön, wir kriegen das HLF voll. Yeah. Geil. Finde ich gut. Wird umgehend durchgeführt. Also, wenn wir mit dem HLF ausrücken, ist der andere bestimmt schon da, das LF. Bin unterwegs. So, ganz praktisch. Zur Heinsberg 61, TLK 23. Da kommt doch einer. Wenn noch einer kommt, nehmen wir den ELW 1-2 mit. Ich muss wirklich aufpassen, was ich sage hier. Wenn ich hier ELW 2 sage, kommt wieder in den Kommentar. Das ist kein ELW 2, das ist der ELW 1-2. Oh, Leute. Sehr schön. Ich könnte jetzt auch sagen, dass... Ja, egal. So, und raus. Ja, und du, nimmst du dir den ELW oder nimmst du dir die Drehleiter? Eigentlich könnte ich mir auch die Drehleiter mitnehmen, weil es sind ja Leute vor Ort, die denn auf die Drehleiter steigen können, ne? Könnte man machen. Theoretisch. Außerdem, man will sich ja den Spielspaß nicht verderben, ne? So macht ihr mal die Drehleiter. Bei Wittberg 11, HLF 20, bis aus 1-8. Sehr schön, zwei Gruppen vor Ort. Geil. Geil. Und der bremst da bloß ein, so ein klitzekleiner Baum. Leitstelle Kreis Heinsberg, verstanden. Nimmst du die Drehleiter mit. Wird umgehend durch. Fahrzeug 2 hört. Start ist 3. Ich finde das so nice. Drehleiter hört sich, also ich finde das hört sich total nice an. Wittberg 11, der Kreis 23 von euch. So. LF10. Oh, 2 Minuten immer noch. Aber guck mal, der ELW 1-1 ist gleich da in 56 Sekunden. Sehr schön. Und dann kurz danach kommt auch das LF. Sehr schön. Finde ich gut. So, auch wenn die TEL jetzt alarmiert war, mir wurde ja in den Kommentaren auch gesagt, für die TEL ist der ELW 1-2. Tagsüber ist es so, da sind 3 Beamte. Einer davon setzt sich in ELW 1-1 und fährt los und die anderen beiden besetzen Spezialfahrzeuge, also entweder Drehleiter oder Rüstwagen. In der Regel, wenn ich das jetzt richtig aus den Kommentaren herausgelesen habe, wird das wahrscheinlich auch so sein. Ja, aber ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht, weil so eine einzelne Drehleiter bringt mir ja nicht viel, ne? Ohne Wasser, ohne Pumpe bringt mir die ja nichts, ne? Deswegen habe ich mich fürs LF entschieden. Fahrzeug 43. So. Wegberg 11, DLK aus 02. Du machst hier mal bitte die Straße dicht. Fahrzeug 44 hört. Du parkst. Ja, Heinsberg, verstanden. Das ist doof, ne? Ja, dich hätte ich gerne hier. Fahrzeug 44 hört. Fahrzeug 45 dich hätte ich gerne hört. Hier. Fahrzeug 45 hört. Und die Drehleiter, ja. Kann ja eigentlich dran vorbeifahren. Ja, erst... Oh, Hilfe. So. So. Hallo. Drehleiter. Muss ich das per Hand machen? Fahrzeug 46 hört. Da ist schon der Eel. Der Eel. Guten Tag, ich bin der Eel. Fahrzeug 8 hört. Ist sogar ein Löschzug, ne? ELW, SSLF, HLF, Drehleiter, sehr schön. So, Status 5. Erstmal eine Lage geben. Geilen Kirchen, NEF 1 hört. Ja, komm, NEF, mach hin, ich will funken! Ja, RTW vor Ort, Nachforderung der Notarzt zur Schmerztherapie kommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das brennt hier, ich bin mir aber nicht ganz so sicher. ELW 1-1 von Mitchell kommen. Wittberg ELW von Landstelle kommen. Dankeschön. Erste Lagemeldung. Feuer. Brennt, wie nennen wir das? Busch? Böschung? Garten, Heizkraftwerk, Strohballen sind es auch nicht, Scheune ist es nicht, Palettenstapel nicht. Ich würde fast auf Böschung, Busch. Ich nehm die Böschung. Erste Lagemeldung, brennt, Böschung, angrenzende Böschung,
durch übergreifende Feuer in Gefahr. Ja. Weitere Rückmeldung folgt. Kommt hin. Sehr schön hast du das gesagt. Sehr schöne Karte, Eisberg, verstanden. So, bis ein anderer da ist, steigst du einmal bitte aus. Hä? Höre, schon unterwegs. Hauptsache, der ist alleine da drin. Der hat nicht mal die Einsatzleiterweste an. Ist das normal oder ist das ein Bug? Was gibt's? Ja gut, dann kann ich den da ja auch hinstellen, ne? So. Absitzen. Pumpe. Strahlröhr. Strahlröhr. Du gehst noch da. Da ist noch einer, du Sicherheitstrupp. Du Sicherheitstrupp. Du sagst dem bitte Schnellangriffsverteiler nach dort. Und einmal Wasserversorgung, bitte. Dankeschön. Und du sagst hier, hier kommt keiner mehr durch. So, ihr beide seid der Rettungstrupp. Zwei Rohre vorgenommen. Du nach da. Anschließen. Du auch anschließen. Und du nach da. So, du jetzt hier mal bitte einen Schlauch. Lustig, jetzt kommt hier keiner mehr. Eben gerade war hier noch so total viel Verkehr und jetzt so nischt. So, du hast hier den Schlauch geholt. Kannst du mal hingehen. Ich finde das ja... Ich finde das cool, dass er mit Spülen und alles, dass das alles schön beachtet wird. Finde ich sehr nice. Finde ich sehr nice. Ich glaube, das reicht sogar schon. Das HLF braucht gar nicht mehr tätig werden. Setz dich mal. Ja. Du gehst nach. Nee, jetzt. Ach, setz dich doch einfach kurz da rein. Feuer aus! Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Ja, kann ich wirklich gleich geben. Fahrzeug 8 hört. Tades 5. So, ein kleines schnelles Einsätzchen. Dann sind wir jetzt auch schon wieder bei guten 15 Minuten. Florian Wegberg, ELW 11 von Leitstelle Klasse Hansberg. Also Abschlussmeldung, Brandeinsatz. Abschlussmeldung, Brandeinsatz, Feuer aus, Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben, alle eingesetzten Kräfte rücken ein. Sind noch nicht mal alle eingesetzten Kräfte da. So, ihr beide könnt euch mal umziehen. Ja, meine Nase juckt. Schön, schön, schön. Absitzen. Hol zu dem Verteiler. Du legst deinen Schlauch zurück und ihr beide könnt euch auch umziehen. So. Du sagst so. Hä, wo kommt der denn her? Von da? Gut, du kannst schon mal wieder in dein Auto steigen. Du sagst Minus. Du machst deine Pumpe aus. Du bringst deinen Schlauch zurück. Das war doch mal ein schnelles Einsätzchen, ne? Schneide ich noch einen hinten ran oder lassen wir das? Was sagt ihr? Ach, wisst ihr was? Weil heute ein schöner Tag ist, gönne ich euch das mal und häng noch einen hinten ran. Aufsetzen. Aufsetzen. Du sagst auch. Status 1 und parken. Schade, dass er mir das nicht anzeigt, wann er kommt. Oder haben die... Oder ist das mittlerweile so, dass sie auch abbrechen? Dass sie die Anfahrt denn abbrechen, wenn ich sage Feuer aus? Weil die beiden konnten ja jetzt die Anfahrt schon abbrechen. Nein, so, so. Zack, Status 1. Und parken. Hab ich... Nee, eigentlich nicht. Hä, die haben nun... Doch. 4, ja. Weiß ich gar nicht. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die schon gesagt haben, hier, wir sind unterwegs. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh, ein bisschen schneller. So. Schick schön, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns mit dem nächsten Einsatz wieder. Ich schneide euch noch einen hinten ran. Bis gleich. So. Da bin ich wieder.
für euch war es bloß eine kleine Zeit. Ich habe, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, 3-4 Minuten gewartet. Mahlzeit, mein Name ist Sigmund Katz. Im Hintergrund lief gerade noch eine Alarmierung von wem anders. Sigmund Katz, ich wohne in Wegberg, Industriestraße. Hier zieht sich eine ewig lange Ölspur durchs gesamte Industriegebiet. Ich glaube, der Verursacher ist auch liegen geblieben und steht da noch. Okay, Ölspur. Zugalarm, ja. Ah ne, die TEL war gar nicht alarmiert. So, alarmieren. Dann habe ich ja alles richtig gemacht im letzten Einsatz. Haha, ich bin ja begeistert. So, zieh dich mal in. Auch wenn du es. Ja, jetzt weiß er es. Einsatz, Löschzug 1, Ölspur, Wegberg. So, wir nehmen. Jetzt können wir auch den. Jetzt seht ihr doch noch. Den GWL, den nehme ich nämlich bei Ölspur generell immer mit, weil. Weiß nicht. Ja, Bindemittel und so, ne? Wir nehmen auf jeden Fall das LF mit, also das TLF, LF, wie man es auch immer nennen will. Da kommt auch schon der MT, das MTF angerauscht, hört man ja da schon schön, ne? Ja, dann nehmen wir den mit. Den. Wir nehmen noch mit, der kommt mit. Ja, keine Ahnung. Können wir das LF noch besetzen, wenn der voll ist hier. Na, mal sehen. So, Leutings, du machst den fertig. Ne? Machst du den fertig? Ja. So, du GW, du den. Schick schön, du machst die Drehleiter dann gleich noch fertig. Ja, auf dem Weg. Du, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, aber ich würde mal drauf tippen, dass es ohne Signal war. Daher fahren wir jetzt einfach mal auf Verdacht, ohne Signal. So, LF, LF. Weil ich halt den Öltiger brauche, ne? Tiger, Tiger, der Öltiger. Wir sind aus 1 zu 0 zu 0. Das ist auch immer so schön, ne? Naja. Verstanden. Halb so wild. So, du kannst schon mal einsteigen. Dann sind da, ach, guck mal, du in Give rein. Give. Give away. So, Status 3. Ja, Leitstelle Karl-Heinzberg an alle anfahrenden Kräfte. Anfahrt ohne Sonderleuchte. Genau. Wiederhole. Anfahrt ohne Sonderleuchte. Habe ich mir schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht. Muss auch schon mal rausfahren. Florian Wegberg, 11.11.20 von Leitstelle. Hä, der ist doch da gerade einfach so aufgeploppt. Dann sind es noch zwei. Ich würde, müsste noch einer reinpassen. So. Ja, wen nehmen wir denn noch mit? Zwei Leute haben wir noch mit. Ah ne, hier unten sind ja auch noch welche. Aber machen wir uns das LF noch fertig. Was soll es? Was soll es? Können wir mindestens alle mit. Ne? Da kommt nämlich auch noch einer. Aha, genügend Bindemittel sollten wir vor Ort haben. Öltiger ist auch. Öltiger, Öltiger ist auch mit aus. Sehr schön. Ja, verstanden. Kannst aber rausfahren. Tür auf, Tür zu. Ich bin gar nicht dran, ey, weil er voll in die Tür eingeklemmt. Fahrzeug 8 hört. So. Wird umgehend durchgeführt. Ach ja, meine Nase juckt immer noch. Ich weiß aber nicht wieso. Hm, keine Ahnung. Ist zum Glück nicht so weit, dass ich niesen muss. Zum Glück. Aber der kommt bestimmt schon wieder nicht an. Weil schon wieder komplett Arbeit erledigt, bevor die überhaupt da sind. So. Einer kommt noch, auf den warten wir dann auch noch. Aber Zeit. Das ist ja bloß eine Ölspur. Bin unterwegs. Ah, schade, dass mir das nicht angezeigt wird. Schade, schade. So. Der eine noch? Kommt noch irgendwo einer? Nö. Nö.
Was bist du? Rast du jetzt gleich los und bist auch noch einer, oder was? Keine Ahnung. Wird man sehen, wird man sehen. So, bist du fertig? Noch nicht ganz. Bin unterwegs. Ich guck nochmal. Ist der da noch? Ah, der ist da noch. So ein Nachzügler-Typ. Keine Ahnung. So, dann geht's los. Fahrzeug 8 hört. Fahrzeug 8 hört. Kriegen wir aber schön was zusammen hier. Status 3. Und los geht's. Sehr schön, sehr schön. Später ist das überhaupt? Oh, schon um 2. Also, nachts. Also bei mir jetzt gerade die reelle Live. Weil hier im Spiel ist es 8. Wir haben um 7:30 angekommen, passt. Los geht's. LF10 ist in 5 Minuten da. ELW 1 in 1:23. Ist wieder genau der Einsatz, wo wir eben, also der Einsatzort, wo wir eben waren. Hätten wir gleich da bleiben können. Hätten wir bloß das LF nachalarmiert mit dem Öltiger. Tiger. Weißt du, ist auch lustig, ne? Das alte TLF ist nach neuem Standard LF20 und das LF10, was ja theoretisch besser bestückt ist und so, ne? Und größere Gruppe. Ich weiß nicht, ist es besser bestückt? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Das nehme ich lieber nicht in den Mund. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind da mehr Leute drin. Ich hatte also bloß ein LF10 und kein LF20. Schön. Schön, schön. So, wo sind wir denn? Ja. Den habe ich denn hier als erstes. Den Esel, ne? Den Esel, den stelle ich. Stelle ich mal am besten Fahrzeug hier hin. Fahrzeug 43 hört. Fahrzeug 44 hört. Wigbig 11 LF20. Du parkst direkt hier. Fahrzeug 44 hört. Fahrzeug die GWL. Hört. Du stellst dich mal hier rein. Hört. Ich da dicht mache. So. Halt bestätigt denn noch du. Fahrzeug 46 hört. Stellt sich denn hier hin, wenn du kommst. Fahrzeug 46 hört. Obwohl, nee. Fahrzeug 47 hört. Obwohl, die Spur kann eigentlich frei bleiben, ne? Stellt sich hier hin. Fahrzeug 47 hört. So. Schick. So. Gefällt mir, die Polizei müsste ja denn auch kommen. Theoretisch. Verursacher ist vor Ort. Jupp, da ist er. Schönen guten Tag, Herr Verursacher. Wie geht's Ihnen? Ja, lass ihn mal winken. Da ist der Esel. Geben wir gleich mal eine Rückmeldung. Bau 5. Ah, sehr schön. Das LF10 ist also auch raus hier. 3, 5, J. Ja, das ist ja nicht brauche. Okay. So, Herrn Wigbig, ja. Ich muss langsam ins Bett. Erste Lagemeldung, TH. Längere erste Ölspur. Lage Ölspur. Aufgrund der Länge der Ölspur wird der Öltiger vorgenommen. Verursacher ist bereits ausfindig gemacht. Polizei vor Ort. Weitere Rückmeldung folgt. Polizei ist noch gar nicht vor Ort. Verstanden. Ah, okay. Das könnte man denn auch nochmal. So, du sitzt einmal ab. Ja? Du sitzt gleich wieder auf. Zwei Mann hätte ich gerne. Dich und dich. Ihr holt euch nicht Unfallrettung, sondern Bindemittel. Und ihr vier sitzt wieder auf. Obwohl, eigentlich könnte ich die anderen beiden auch noch mitnehmen, aber pff. Egal. So, du stellst dich mal ungefähr hier hin. Du stellst dich mal, keine Ahnung, da hin. Ach, guck mal, das ist der GWL. Sehr schön. Hallo, GWL. Mann, rast nicht so, du hast kein Blaulicht an. Vergesst das nicht. So, geht los. So, ihr könnt auch absitzen. Nein, mach nicht die... Nein, scheiße. Fahr schneller. Jetzt fährt er durch die Klappe durch. Nein, doch nicht. Ganz knapp. Was haben wir denn da so drauf auf dem GWL? Wir haben da hinten... Ach so. Schön. Ist aufgebaut. Bis wo? Oh, der ist aber weit gekommen. Früher kam der nicht so weit. Mach mal. Ja, den baut bestimmt nicht. Mach mal. Massenberg 22, TSF ist aus zur Bewegungsfahrt kommen. Ah, jetzt steht da hinten ja keine mehr. Stell dich mal dahin. Danke. Verstanden.
Das ist schon eine geile Erfindung, das Teil. Der Öltiger. Ist schon eine nice Erfindung, echt, ey. Für so eine langen Ölspuren. Stellt mal vor, man müsste so ewig lange Ölspuren von Hand abstreuen. Stellt euch das mal vor. Nein, du bist noch nicht erfolgreich. So, noch ein Stück weiter. So. Man hätte natürlich auch Absperrmaßnahmen vornehmen können. Hier oben zum Beispiel Kegel hinstellen oder so. Geht auch so. So, schön. Dann positionierst du dich mal einmal hier. Fahrzeug 48 hört. Dankeschön. Was gibt's? Du bringst deinen Sack Bindemittel zurück. Nee, du bringst deinen Sack Bindemittel doch nicht zurück. Okay, du bringst ihn halt doch zurück. Fahrzeug ist er da. 40 hört. Bin unterwegs. So, ihr könnt absitzen. 39 hört. Du holst ja auch mal einen Bindemittelsack. Und ich klapp mal das Ding wieder ein. Was geht auf dem Weg? Tut mal so, als wenn ihr was tut. Oder guckt mal doof durch die Gegend, aber. Schau mal ein. Und du holst dir mal einen Besen. Ah, das LF-10 ist da. Hallo. Ah, guck mal hier. Hat er das gleich angemacht? Zack. Heckwareneinrichtung, auch wenn es sinnbefreit ist. Aber egal. Schön ist es trotzdem, schön ist es trotzdem. So, kriegen wir hier ein Thumbnail hin. So. Schön, schön, schön. So steht er jetzt da hinten an seiner Pumpe? Ach nee, das ist gar nicht seine Pumpe. Ich habe gerade gedacht, das ist der Maschinist, aber nee, ist er ja gar nicht. So, da. Was gibt's? Den da. Da kommt die Polizei. Fahrzeug 42. Wo bleibt ihr stehen? Ja gut, das kann man so machen. Aber ich brauche euch leider Gottes hier hinten. Bin unterwegs. Stellt euch mal dahin. So, jetzt hoffe ich sehr, du holst mir noch einen Sack Bindemittel bitte, dass die Kehrmaschine auch kommt. Weil nicht, dass sie nicht kommt und ich die ganze Ölspur fehle. Wo kommt der denn jetzt her? Ach Leute. Ja, auf dem Weg. Ist doch Mobbing. Kam der von hier? Kann sein. So, da noch. Fahrzeug 1. Status 1? Nee, Status 4. Absitzen. Fahrzeug 1. Moment, Status 1? Fahrzeug nicht besetzt. Setz ihn mal rein. Fahrzeug 1 hört. Gut, dass er die Klappe wieder aufmacht. Zumacht, meine ich. So. Status 1. Status nicht 1. Höre. Ach so. So. Ja, so geht's natürlich auch. Okay. So. Ja. Kommt die Kehrmaschine jetzt oder kommt sie nicht? Weil noch hat die Leitstelle nicht gerufen. Das sind wir, Gruppenführer. Ja. Ins Auto rein. Ja. Oh, Alter, beruhig dich, so schnell bin ich nicht. Hier bin ich. Kehrmaschine hat sich gemeldet. Ja, Kehrmaschine ist verständigt. Befindet sich auf dem Weg zur Einsatzstelle. Komm ich. Höre. Fahrzeug 1, höre. Ah, lass ihn doch kurz durchfahren. Rettung rückgelaufen. So, dann positioniere ich ihn halt nochmal neu. So. Und leicht so. Dankeschön. Hier Leitstelle Kassansberg, verstanden. Ja, auf dem Weg. So. So ist schön. Kannst auch nochmal aussteigen. So schön, die Polizei kann auch aussteigen. Funk bringt bei euch nichts. So, du fegst den nochmal weg. Ah ne, ich nehme das hier so. Zack. Jetzt, Leute, das kann doch nicht sein. Höre. Hätte der nicht hier abbiegen können? Mann, ey. Schlimm. Diese Leute, die immer machen, was sie wollen. Schon unterwegs. So, geh mal beiseite.
LF, fahr mal beiseite. Schade, dass sie nicht... Ah, ich hätte den auch umlenken können, ne? Na, egal. Florian, Übachtalberg, 11, KDW, 1, von Leichel. Jetzt fährt der Gruppenführer das LF, ich glaub's ja wohl. So, dich hätte ich gerne hier, bitte, danke, auf Wiedersehen. Schön, dass das danach immer noch funktioniert. So. Schön, schön, schön. So, die letzte hier machst du auch nochmal weg. Ich hoffe, dass unter dem Auto nichts mehr ist. Ich glaube aber nicht. Was gibt's? Schon unterwegs. So. Na, ist die Kehrmaschine schon da? Nö, noch nicht. So, wenn die mir garantieren könnten, dass sie nicht hier lang fahren, würde ich die ja durchlassen. Ja. Du kannst deinen Sack wieder wegpacken. Ja, pack doch mal deinen Sack weg. Was gibt's? Die unterhalten sich schön, der Gruppenführer sitzt da drin und chillt eine Runde. Beruhig den mal kurz. Danke. Steht da denn drauf? Ey, das ist ein Feuerwehrmann. Oh, hast du einen Ölspur verursacht? Das ist ja doof. Naja, auch Feuerwehrleute sind von so einen Sachen nicht befreit, ne? Muss man ja immer bedenken. So. So, der Maschinist unterhält sich schon. Hallo? Stell dich mal so hin, als dass das aussieht, als wenn du dich unterhältst. Schon unterwegs. Okay, er will sich nicht unterhalten. Bin unterwegs. So. Was gibt's? Geh mal noch da. Kannst dich mit unterhalten. Ja, du hast einen scheiß Job, ich weiß. Ja. So, wo bleibt denn die Kehrmaschine? Ich will die jetzt nicht von Hand kehren. Ich fang von hier aus schon mal an. Mit einem Besen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt die ganze Strecke mit der Hand fegen, weil das natürlich mit der, Achso, der ist immer noch Status 1, ne? Scheiße. Auf dem Weg, Fahrzeug 1 hört. Ich habe ihn immer noch nicht in Status 4 wieder gesetzt. Das ist natürlich doof gelaufen. Penta. Was steht da? Penta. Das ist da unten, das sind bloß irgendwas. Das ist der obere, kann man glaube ich irgendwie lesen. Steht bestimmt. Da oben steht bestimmt auch nochmal Penta drauf oder so. So. Zieht euch mal die Weste an. Ist ja hier Highspeed-Verkehr und so. Hat sich da schon doll was angesammelt? Ja. Der eine geht bitte nach da, ne? Da, hast du deine Weste an? Jetzt. Gehst nach da. Und du gehst. Der quatscht dann gleich mit dem Einsatzleiter. Du steigst aus. Was geht schon unterwegs? Und quatscht mit denen da. Oder für. Genau, eigentlich müsste der Einsatzleiter ja dann auch nochmal herkommen. Personalien aufnehmen, oder? Das macht jetzt einfach mal der Gruppenführer. 36 ja. Ölspurteile. Ist die Kehrmaschine da? Nein. So, Personalien aufgenommen und so. Zack. Fahrzeug 8 hört. Ach scheiße, ist ja gar kein Einsatzleiter. Ich erinnere mich. Wieso ist das so? Müssen da zwei Leute rein oder was? Keine Ahnung. Ja? Na egal. Beziehungsweise ist ja nicht mal ein Abschnittsleiter. Steig mal in ein Auto ein. Weil Polizeileute sind faule Leute. Fährst mal nach hier. Der hat da jetzt seinen Job gemacht und so. Und fährt jetzt einmal nach da und lenkt da immer die Autos ab. Aha, er lenkt die Autos ab. Das ist aber nicht gesund. Du kannst einmal bitte Status 4 gehen. Dankeschön. Und aussteigen. So, absetzen. Zack. Du kannst wieder zu deinem Auto zurückgehen. Schon unterwegs. Ist so mal an die Leute, die aus Wegberg kommen und so, ne? Bei uns hier in der Gegend ist das ja so, dass nur die Autobahn hier quasi Autobahnbeflaggung hat. Also das Gelbe meine ich jetzt, ne? Ist das bei euch normal, dass auch die stinknormale Polizei, was heißt stinknormale Polizei, ne? Die normale Streifenpolizei auch Autobahnbeflaggung hat? Kennt sich da einer mit aus oder so? So, und kann die Kehrmaschine jetzt langsam mal kommen? Nö. Ja, Nachforderung durch den 8TW vor Ort. Notarzt wird zur Schmerztherapie benötigt. Schön, dann da. So. Ja, verstanden. Weißt du was, hol dir auch mal einen Besen. Ja. Mach das mit zwei Leuten. Jetzt klettert er da hoch, nimmt sich die Besen runter. Aber was ja auch geil ist,
Das LF hat noch eine Holzsteckleiter. Schöne Holzsteckleiter. Schön. Hat das LF auch eine gelbe? Ne, die hat schon Aluminium. Zack, tada. Schick schön. Schick schön. Ja? Finde ich ein nettes Detail, dass hier noch eine schöne Holzsteckleiter drauf ist. Finde ich nice. Finde ich voll nice. So, Kehrmaschine? Nope. Nope. Nö. Nee. So. Mann, das zieht sich ja auch in die Länge. Ich habe gedacht, noch ein kleiner Einsatz, jetzt wird das wahrscheinlich eine Stundenfolge oder so. Naja. Halb so wild. Ich habe ja rechtzeitig angefangen. Ich habe ja noch... Ja, so ziemlich genau 12 Stunden, bis ich zur Arbeit muss. Nee, stimmt gar nicht. In 12 Stunden arbeite ich schon, sagen wir es so. So, ja. So. Frage, Kehrmaschine kommen? Fege ich mich hier mit 2 Leuten durch die Gegend? Höre. Gruppenführer. Ist das denn so, dass erst ab 2 Mann hier einer die Weste anzieht? Weil er ist ja der Fahrer denn. Da ist ja keiner weiter mit bei. Ne? Ja. Atemschutzgeräteträger. Du bist auch ein Atemschutzgeräteträger. Du bist auch einer. Ob ich hier einen finde, der keiner ist? Bist du einer? Bist du einer? Du bist einer. Du bist auch einer. Der Maschinist ist auch einer. Ja, aber die kann man das, glaube ich, schlecht sehen. Ne? Doch, sieht man. Sieht man. Ist auch einer. Da. Da ist es. Gut, ich lasse mal die aus dem LF auch noch aussteigen. Fahrzeug 9 hört. Du bist einer, du bist einer. Ja. Stimmt. Stimmt. Giff. Gefroren, Alter. Gefroren. Du? Ist auch einer? Tatsächlich. Schön. So, du. Stimmt. Du. Höre. Auch. Und du bist Maschinist, ne? Schimanist. Ja. Hilfe, es leckt. Hallo? Spiel! Was ist denn das jetzt hier auf einmal? So. Auch an die Maschinisten. Alter, was ist denn jetzt auf einmal los? Hilfe! Hilfe! Es ist ganz schön ruckelig. Ich stürze bestimmt jeden Moment ab. Leute. So, ich nehme jetzt schon seit einer Stunde auf. Seit 50 Minuten. Noch ist es keine Stunde. Oh, Leute. So, ihr packt jetzt mal mit an, daher, dass die Kehrmaschine hier jetzt nicht kommt. Du bist ja Maschinist, du brauchst nicht mit anpacken. Du willst nichts tun? Werde Maschinist. Nein, Scherz. Scherz. An alle Maschinisten da draußen, das war ein Scherz. Wie viele Besen habe ich auf dem LF drauf? 2. Okay, nein, jetzt läuft er weg. Und er läuft hier hinten lang. Er hat Zeit. So. 2 lasse ich frei. Zack. Zack. Höre. Zack. Viele Hände, schnelles Ende, oder wie heißt das so schön? Was gibt's? Zumindest ein bisschen Kehrmaschine hier ist. So, ja. Du fängst da an. Jetzt fege ich hier mit 5 Leuten. Aber der hatte doch gesagt, die Kehrmaschine ist auf unterwegs. Auf unterwegs, ja, schön. Hm. Ja? Ah, das ist ja cool. Bei den Leuten steht auch bei, zu welchem Auto die gehören. Ah, das ist praktisch. Schon unterwegs. Für Leute wie mich, die denn bei einem großen Brandeinsatz die zu einem anderen Auto schicken, wie es normal auch ist, ne? Höre. Wenn so ein Fahrzeug denn halt nur mit 3 Leuten anrückt, muss halt das andere Fahrzeug, was danach kommt, Leute an das abgeben, was den Erstangriff aufgebaut hat, quasi. Falls ihr wisst, was ich meine, ne? Und so kann man den ja auch herausfinden, zu welchem Auto die gehören. Das finde ich gut, das finde ich nett. Finde ich ein nettes Detail, du. Finde ich ein nettes Detail. Höre. Guck mal. Man entdeckt immer noch so viel. Ja, jetzt haben wir die auch gleich weggebeast. Weggebeast. Auf dem Weg. Ja. Zack. Zack. Jetzt kommt gleich die Kehrmaschine und wir sind fertig wahrscheinlich.
So. Kann man die Ölspur schön überblicken hier. Du gehst nach da. Ach ja. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Du kannst deinen Besen schon zurückbringen. LF20, du bringst deinen Besen auch schon mal zurück. Du gehörst auch zum LF20, du bringst deinen Besen auch wieder zurück. Du gehörst zu wem? Ach. Schon unterwegs. So, LF10, du gehörst zu dem da. Bin unterwegs. Du gehörst zum LF20, aber musst deinen Besen da reinstecken. Haha, steck mal deinen Besen da rein. So. Alles weg, würde ich sagen. Gut. Ah. Cool. So, alles weg. Du gehörst zum LF20. Dann lauf mal nach da hinten. Der stiefelt bestimmt ewig langsam. Nee, er läuft. So, mach mal deine Gerätefächer zu. GWL. GWL. So, zack. Aufsitzen. Du machst deine Gerätefächer zu. Ihr hier, außer dem Maschinist, aufsitzen, Gerätefächer zumachen, du sitzt auf, du gibst meine Lage durch. Was gibt's denn unterwegs? Florian Wegberg, ELW11 von Leitstelle Klasse 1 Berg. Nein! Scheiße. Ah, jetzt habe ich meinen Sprechwunsch vergeudet. Status 5. Das war aus Versehen, Leute. Das war aus Versehen. Aufsitzen. 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 Umgehend durchgeführt. Fahrzeug 39 hört. Gut, dann sind alle aufgesitzt. Hätte ich jetzt noch gerne meinen Sprechwunsch. Ja, bin unterwegs. Auf dem Weg. Fahrzeug 8 hört. Das hier geht ja nicht mehr. Laufende Funkgespräche bitte nicht unterbrechen. Ja, es ging glaube ich bloß in der Version 6, weil da noch Analogfunk möglich war. Jetzt auch nicht mehr möglich. Also mit den Zahlen. Fahrzeug. Zum Beispiel. Einsatz. Abschlussmeldung. Nein, ich habe nicht die Kehrmaschine benutzt. Abschlussmeldung an der Stelle Ölspur. Ölspur mit Hilfe von Öltiger abgesteuert. Anschließend durch Kehrmaschine das Bindemittel aufgenommen. Einsatzende für die Feuerwehr. Wir fahren die Wache ankommen. Fahrzeug 9. Ja, verstanden. Nein, ich korrigiere, wir haben die Kehrmaschine nicht eingesetzt. Bindemittel wurde von uns per Hand aufgefegt. Aufgefegt. Ist das richtiges Deutsch? Ich weiß es nicht. Fahrzeug 42 aufgefegt. Hört. Doch, ich glaube, das ist richtig, ne? Guti. So, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und Tschüssikowski, da steht noch einer auf der Straße, das kann die Polizei machen. Fahrzeug 42 auf dem Weg. Tadü, tada, tadü, tada, tadü, tada. Hilfe, Soundbug. Hallo? Die können das gar nicht. Okay, der nicht. Dann bleibt da halt da stehen. So. Plus 1, parken. So. Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.